1, 2, 3, Test. Gott. Hallo, freilich, Scott. So, hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut zum neuen FHQ. Ich antworte auf eure Kommentare. Ja, es geht hier weiter mit Snowflake Draws. Ja, ich steig hier direkt ein. Und hier, danke für den Lachflash am Ende, Rupi. Und da fragst du dich noch, warum manche deine Videos lustig finden. You made my day. Liebe Grüße, Snowflake Draws. Ja, vielen lieben Dank. Nummer 5, weiß ich schon gar nicht, was ich da wieder für einen Müll erzählt habe. Aber freut mich, wenn du Spaß dran hast. Also ganz dickes Herzele und den vierten Daumen nach oben, der Wahnsinn. So, Liz und Karma, Schwabemädel, hat wieder geschrieben. Das Ding ist, ich muss das jetzt fragen, ist das RDJ auf deinem PB? Das heißt Robert Downey Jr. auf dem kleinen Bildchen hier, ne? Aber mittlerweile Snowflake Draws hat's gewechselt. Das war eine verlorene Wette, oder? Wie war das? Ja, aber ich glaube tatsächlich, dieses breit gezogene Gesicht war Robert Downey Jr. Also von dem her, ja, Grüßle. Ohne deinen Kommentar wäre ich da nämlich niemals drauf gekommen, ne? Von dem her. Sehr schön. Oh, mein Captain hat geschrieben. Uhahaha, geil. Als du meinen Nick sagtest und das Schiff mit dem Rock-Riff kam, habe ich mich beim Nebenherhören erstmal erschrocken. Und das ist gut so. Ja, mein Intro-Violator namens Bob ist eine dieser XXL-Spawn-Figuren, die mein Vater repainted hatte, mal in schwarz. Ja, sau cool. Der bleibt auch bei mir auf seinem Ehrenplatz. Und wie meine Intro-Filmchen zeigen, spiele ich vor der Kamera sogar manchmal noch damit. Mir egal, wie albern das auf manche Zuschauer wirken mag. Also ganz ehrlich, ich find's ja Hammer, dass du dir immer die Zeit nimmst und teilweise immer noch extra Intros schneidest, gerade für Fanpost etc. Also du hast schon gute Nerven, ne? Steckt ja auch Zeit drin ohne Ende. Also von dem her, hehehe, oh Mann. Jetzt freue ich mich echt nochmal mehr, wenn wir uns wirklich mal real sehen. Freue ich mich auch drauf, Slane. Auf jeden Fall. Wenn du Zeit hast, guck mal einen Film, mach einen React oder was weiß ich. Uns fällt da garantiert irgendein Scheiß ein. Vielleicht fahren wir auch nach Emskirchen. Nein, das tut man nicht. Ganz schlecht. Das mit dem Booklet wäre uns eine Ehre, mein Freund. Mache ich, definitiv. Aber wie schon gesagt, ja, Cover hattet ihr einen Zeichner. Also ich mache nicht das Cover. Es sei denn, ihr findet niemand anderen. Ja, dann mache ich von mir aus auch noch das Cover. Aber das Booklet, die Gestaltung, komplett mache ich euch sehr, sehr gerne. Überhaupt kein Thema. Ne? Vielleicht wollt ihr mich auch gar nicht. Weil, ich sag's dir ehrlich, für mich ist das eine Herausforderung. Denn euer Logo. Ich muss da. Ehrlich, Slane, ganz ehrlich, ich weiß, ihr habt es jetzt jubel, jubel, freu, freu, aber mich erinnert es nicht an ein Schiff mit Kanonen, sondern irgendwie an so eine Mad Max-Karre, wo vorne so ein Gitter unten dran hat, wo halt, ja, Schnee oder Äste, Gebüsch auf die Seite geschoben wird, ja, so eine richtige Dampframme und oben ist irgendwie das Oberteil von einem Panzer mit drei Kanonen drauf. Und dann irgendwie noch der Mast mit Flagge. Es ist schwierig. Ich sag dir auch warum. Also aus mir spricht jetzt der Grafiker, ja, der in der Praxis denkt. Das Logo kriegst du zum Beispiel, also erstens mal nimmt das Logo extrem viel Platz weg. Ja, also eine Ecke vom Album ist immer komplett verdeckt. Es ist schwierig, wenn Logo immer zentriert, mittig gestaltet wird, ist immer schwierig, da ein gescheites Motiv zu finden. Und die Größe an für sich kriegst du auf keinen, wie sagt man so schön, Spine auf den Rücken von der DVD oder von der CD drauf. Es ist einfach zu klein, es ist zu winzig dann. Ne? Und dann sag ich dir, das Logo hat zu viele Elemente. Weniger ist mehr. Lieber einen geilen, einzigartigen, auffälligen Schriftzug mit einer Kanone, ja, volle Breitseite, als so viel Gefitzel. Das bleibt bei den Leuten viel besser hängen. Und wenn du mal T-Shirts bedruckst, Merch und so weiter und so fort, dann ist alleine schon der Schriftzug, der Name Breitseite, ein absoluter Blickfang. Ich denke, das brauche ich dir nicht sagen. Du hast genügend Heavy-Metal-Alben mit geil gestalteten Bandnamen. Müsste ich mich hinsetzen und Gedanken machen, was ihr garantiert nicht wollt, weil auch dieses Logo war ja eine schwere Geburt. Ich weiß, ich habe es ja damals mitbekommen. Aber es hat halt irgendwie trotzdem, trotz allem, es hat nichts Eigenes. Und wenn du mich fragst, wirkt es eher politisch als nach Spaß. So kommt's
auf mich als Grafiker rüber. Also, ich weiß nicht, vielleicht fürs erste Album, okay, aber dann würde ich echt, ich würde mir da, ne, schnellstmöglich was richtig Gutes überlegen. Also es wirkt auch nicht, um Himmels Willen nicht böse sein, es wirkt nicht professionell. Ich würde mir das überlegen. Gut, ich mache jetzt hier keine Logo-Beratung, aber das war eigentlich so, das sind die Sachen, die mir die ganze Zeit so durch den Kopf gehen. Jedes Mal, wenn ich das Logo sehe. Und ich weiß, ihr wollt in erster Linie mal Spaß haben mit der Band und seht das alles nicht so eng. Überhaupt kein Thema. Aber ihr wollt natürlich auch irgendwo ein bisschen Erfolg haben. Und ich sage nur Bat Out of Hell. Ich glaube nicht, dass das Album so erfolgreich gewesen wäre, wenn nicht Richard Corben dieses unfassbar geile Cover gemacht hätte. Ja? Und denk letztendlich auch an deine eigenen Worte. Und da schließe ich mich an. Habe ich nämlich früher auch gemacht. Du läufst durch den Laden, guckst dir CDs an. Früher waren es Platten. Und du hast die Platten teilweise nur wegen den Covern gekauft. Ne? Denk dran. Da spricht wieder der Werbeagentur-Fuzzi aus mir. Tja, viele Persönlichkeiten. Ja, aber ihr seid die Band. Und wenn das euer Ding ist, dann ist das euer Ding. Überhaupt kein Thema. Ich weiß halt, wie es in der Praxis dann in Druckerzeugnissen aussehen kann. Das gebe ich einfach mal zum Bedenken mit auf die Reise. An die Spitze der Charts. Ne? Volle Breitseite halt, ne? Geil. So, du kannst uns Bandmitglieder ja dann als rockende Götter in Valhalla zeichnen oder sowas. Ja, sehr schön. So, rum mag ich auch nicht, es sei denn in der Schokokugel. Kennst du edle Tropfen? Kennst du die? Pralinen? Irgendwie so edle Tropfen in Nuss heißt es. Genau. Und das sind irgendwie so Mandelsplitter mit Vollmilchschokolade und da ist ein bisschen Alkohol drin. Boah, da kennst du dich, da, ne, da könntest du dich wegballern mit. Früher waren die lecker, wie die heute schmecken, kann ich ja nicht sagen. Aber naja, also Alkohol, ich brauch's nicht, ganz ehrlich. Lieber eine ordentliche, ehrliche Pepsi. Ja, das ist sehr schön. Und dann Bienenstich, Zupfkuchen, Käsekuchen dazu, ja, dann bin ich glücklich. Passt null, aber ist klasse. Boah, eine heiße Schokolade, eine richtig tolle, heiße Schokolade mit so richtig, boah, fetter Sahne drauf. Gute Güte, hey, ich schmelz schon wieder davon, ja. Cola Light geht klar. Nein, um Himmels Willen, kein Cola Light, Slane. Nein! Pepsi! Pepsi Light, um Himmels Willen kein Cola Light. Damit sprengst du meine Birne, hey, das geht gar nicht. Weil da geht's mir wie der grünen Hexe aus Oz, ne? Nein, kein Cola Light, ich schmelze. Nur Pepsi Light. Aber ich bring was mit, ja? Brauchst für mich nichts besorgen. Du musst gucken, dass du dein Geld zusammenhalten kannst. CDs kaufen, um Reviews zu machen, ja? Das geht ja wohl mal ganz klar. So, danke erneut für die super Unterhaltung. Deine Kommentarvideos sind derzeit das Beste, Gott, was ich auf YouTube schauen kann. Das ist ja wieder hier Schleimscheiß vom Feinsten. Aber ich danke dir, mein Lieber. Ne? Du weißt, wie es gemeint ist. Daumen Herzle und Daumen nach oben. Und ganz, ganz viele liebe Grüße nach Eckernförde. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich freue mich tatsächlich, die Ecke mal anzuschauen. Okay, Christina Kreidler. Machen wir weiter. Ja, nochmal Grüße, Slane, ne? Christina Kreidler schreibt, also das Modell ist nett gemacht, aber dieses überhypte ist echt übertrieben. Und dann noch gottgleich zu sagen, ich glaube, ich breche ab. Tolles Video, ich danke dir. Ja, ohne Scheiß, du glaubst nicht, wie da manche Leute hier komplett ausrasten und das Ding hier auf eine Ebene stellen, wo, glaub, nicht mal der Hersteller hin möchte, ne, von dem her. So, Pokefan hat geschrieben, du machst immer noch die besten Videos, Grüße an dich, Rupi. Oh Gott, danke schön. Nein, vielen lieben Dank dafür. Na, wenn ihr Spaß dran habt, dann soll es mir recht sein, ne? So. Finn Stecker schreibt, cooles Video, cooles Herzchen und coolen Daumen nach oben. Dankeschön. Nochmal, Finn Stecker. Rupi, kommen eigentlich irgendwann noch Predators Videos? Hab ich schon beantwortet.
Wenn ich was Neues kriege, kommen die auch wieder. Dykemaster hat geschrieben, danke nochmal für die Ansprache an meinen Kommentar, Rupi. Hilft einem wirklich sowas zu hören? Natürlich Grüße, Dyke. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber freut mich, wenn es dir weiterhilft. Ja, und es kommt von ganzem Herzen. Wir machen weiter. So, Arafen, meine Güte, Arafen, dich gibt's auch noch. Das freut mich aber wirklich mal wieder von dir zu lesen. Der Hammer, ich hoffe, dir geht's gut. Ja? Was macht die Sammlung? Arafen kennt sich tierisch gut mit Wildtieren, überhaupt mit allen möglichen Tieren aus. Ne, habe ich immer sehr gefreut, wenn er was unter die Videos geschrieben hat. So, er schreibt, freut mich sehr, dich zu sehen. Dann auch noch gleich mit einem so tollen Modell. Deine Kritik teile ich definitiv und bei der Bemalung hätte man auch noch einiges herausholen können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass künftig eventuell eine Version mit anderer Farbe kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sonst noch kommen wird. Ja, also bei Rebor wird's mich nicht wundern, wenn sie tatsächlich noch ein Repaint oder zwei Repaints machen. Ne, machen sie ja auch mit all ihren Dinos. Ich meine, gut, beim Commodore-Varan kann ich jetzt nicht so viel machen, aber sie könnten definitiv noch ein helleres Exemplar machen mit paar Flecken. Ja, und das bringt sie dann wahrscheinlich als Grab-and-Go Deluxe raus und dann bist du wieder beim normalen Preis, was die alle kosten. Ne? Von dem her, ja, nach all den Jahren immer noch Abonnent, der absolute Wahnsinn. Hey, das freut mich. So, Sabis 6111 hat geschrieben, geil. Jetzt noch eine neue Auflage vom Feuerwurm und ich habe endlich die komplette Sammlung. Ja, da sind wir mal sehr gespannt, meine Liebe. Also ich würde dir und uns allen die Daumen drücken, dass das vielleicht tatsächlich irgendwann nochmal kommt. Aber ganz ehrlich, die Hoffnung ist extremst weit entfernt. Nochmal, Sabis. Meine Familie, hauptsächlich meine Großeltern, haben jahrelang Chinchillas gezüchtet. Wäre ein süßes Geschenk an meinen Opa. Also wenn der Freude dran hat, dann kann ich mit dem Teil hier überhaupt gar nichts falsch machen, weil es ist wirklich goldig. Also so erstellt sich jeder gerne auf den Schreibtisch, der Chinchillas mag, ne? So, alles klar. Dann nochmal, Sabis. Die von der Fantastic Beasts Serie finde ich persönlich noch schöner. Wenn ich dir da was empfehlen darf, der Wooper sieht super aus. Ja, wie schon gesagt, es kommen auf jeden Fall noch ein paar dazu und auch die Fantastic Beasts sind echt, ja, hat schöne Sachen dabei, gebe ich dir recht. Ich danke dir für deine Empfehlung. Ich werde es mir mal aus der Nähe anschauen. Momentan sind mir die meisten noch ein bisschen zu teuer, weil ich lege da keine 30 Euro hin. Ehrlich, das ist mir viel zu teuer. Alles, was so war, knapp über 20 ist okay, aber mehr, nee, würde ich nicht machen. Wobei man sagen muss, die Box drumherum, diese Acrylbox, die ist schon für die Verhältnisse echt cool gemacht. Und vor allem auch dick, ja, das ist richtig schön Material, also... Da kann man nur loben. Und nochmal ein Kommentar. Wahnsinn. Wenn's das Ding vor 10 Jahren gegeben hätte, wäre das mein Highlight im Kinderzimmer gewesen. Dann sorg ganz schnell für Nachwuchs, dann kannst du es wieder ins Kinderzimmer reinstellen. Ne? So gesehen. Ich danke dir für deine Meinung. So, Sarah Hoffmann schreibt... Es gibt ja auch eine andere Art von Hippogreif. Also Hippogreife oder Greife oder wie auch immer gibt es massenhaft und vor allem die unterschiedlichsten Darstellungen. Übrigens, ich krieg den Seitenschnabel von Harry Potter von McFarlane. Habe ich wahnsinnig günstig geschossen. Mich richtig stolz drauf, hat mich mega gefreut. Obwohl ich die Darstellung von McFarlane nicht wirklich, Achtung, ergreifend finde. Gut, oder? Also Hippogreife gibt es eigentlich in jeder Kultur und entsprechend unterschiedlich sehen die auch aus. Ne? Also, Grüßchen, Sarah. Tellman hat geschrieben, Hallo Opi, ich glaube, das nennt man Fußballen und Zehenballen, bin mir aber da nicht so zu 100% sicher. Also mit Fußballen hast du absolut recht, Zehenballen kann sogar auch sein. Ich kann es nicht sagen, aber Fußballen definitiv. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, denn diese Tierchen kriegen in Gefangenschaft oft wunde Füße. Das ist falscher Einstreu. Sowas sollte man natürlich vermeiden, ja. Generell, Leute, wenn ihr Tiere haltet, immer wirklich vorher sich schlau machen. Und dran denken, die Tierchen leben einige Jahre. Und die Zeit muss man sich dann halt auch entsprechend nehmen. Ja, niemals ein Tierchen so jetzt, ach komm, jetzt habe ich Bock drauf, hole ich mir ein Tierchen. Ja, und dann? Dann habt ihr viel Verantwortung, ne? Immer sowas überdenken. Tellman, ganz vielen lieben Dank und ganz viele liebe Grüße. Schon wieder der Captain. Liebe Zeit. Ja, ich freue mich. Meine Güte, wir sind ja ganz schön lang auf See unterwegs, wir zwei.
Ach so, zu Conan. Ja, klar. Das Conan-Game habe ich auch. Uncut, sehr gut. Und ich habe auch schon ein paar der ersten Level gezockt. Netter God of War-Clone, spielerisch. Und besser, als es manchmal schlecht geredet wird, finde ich. Das GameCube-Spiel hatte ich auch. Allerdings die PlayStation 2-Variante. Und ja, das war echt der letzte Mist. Sehr schön. Freut mich, dass du das auch so empfindest, weil also ich fand, das ging gar nicht, hey, echt so bescheuert. Also das hier sah schon wirklich besser aus, aber ich hoffe, ich habe mal Zeit, dass ich das endlich mal fertig spielen kann. Ich hätte da wirklich Lust drauf. Und God of War, hast du nicht mal eins angefangen und hast abgebrochen? Also ich kann dir nur empfehlen, alle Teile, zock sie durch. God of War ist so endgeil, weil es kommen so irrsinnige Sequenzen drin, ja, wo sich die meisten Spieleentwickler für den Schluss aufheben. Ja, und bei God of War, boah, ein Knaller nach dem anderen. Aber ich meine, das weiß ich ja selber. Aber ich empfehle halt wirklich dran zu bleiben. Wenn man sowas zockt, dranbleiben, keine längeren Pausen machen, denn dann geht die Steuerung halt wirklich in dein Blut über. Genauso der Umgang mit dem Enterhaken. Wem sage ich das? Der Soundtrack von Basil Poledoris, dankeschön, danke, ich wusste immer so genau, ist für mich der Manowar unter den Soundtracks, kann ich mich nicht satt hören, also das ist mit einer der besten Soundtracks ever, ja, großartig, läuft auch bei mir, wenn's mal wieder läuft, rauf und runter. So geil, ehrlich. Die Figur ist cool. Ich finde, die untere Gesichtspartie erinnert mich sehr an Dark Wolf von Ralph Bakshi, Feuer und Eis. Da gibt es doch bestimmt auch geile Figuren. Ja, gab es. Definitiv. Du hast alle Charaktere bekommen. Und ich habe halt die Death Dealer-Skulptur, die es ja schon vor dem Film gab. Warte mal, ich blende sie mal kurz ein. Und ich habe noch ein paar weitere Frazetta-Figuren. Ja, mal gucken, wann die auftauchen in meinem riesen Keller, Gewölbe, Lager, Archiv. In irgendeinem Karton sind die drin. Und Feuer und Eis gehört auch definitiv zu meinen Lieblingsfilmen. Da gibt's überhaupt kein Wenn und Aber. Schade, dass man heute so Dinger nicht mehr dreht. Und ihr werdet lachen, so ein Zeichentrickstil ist mir teilweise echt heute noch lieber als die beste Animation. Weil das ist halt so eine ganz eigene Welt, ne? Das atlantische Bastardschwert, das weiß nicht mal ich, ja, wollte ich immer mal an der Wand haben oder so. Im Fantasy Store stand es sogar mal, aber 400 Ocken waren mir echt zu teuer. Lol. Ja, ich kenne das Schwert, echt ein wunderschönes Modell, aber so wie du sagst, irrsinnig teuer. Und wenn man sich überlegt, es ist ja auch kein Langschwert, es ist ja ein Einhänder. Ja, also dafür, also für 400 Euro kriegst ein richtiges geschmiedetes Schaukampfschwert. Zwar nicht mit den Details, aber dann kannst du halt losziehen. Und damit kommst du halt locker durch jede Zombie-Apokalypse durch, ne? Von dem her. Ich hab noch alle Schwerter, alle Äxte, alle Dolche aus der Ritterzeit. Ich hab sie alle noch bei mir. Also werde ich mich nie von trennen. Das wird ja irgendwie ein Teil von dir, ne? Waren schöne Zeiten, meine Güte. So, da muss ich wohl erstmal in irgendeinem Wirtshauskeller die Gänge von riesigen Ratten befreien oder so. Sorry, da spricht der Baldur's Gate-Zocker aus mir. Mein Lieber, dickes Herzele, Daumen nach oben. Und irgendwas habe ich doch vergessen. Ja, das war's, ne? Also, danke fürs Reinschauen. Wir machen weiter. Raphael Baumkänkeru hat geschrieben, das ist ja eine super Actionfigur, so viele bewegliche Teile, Conan. Genau. Liebe Grüße, tolles Video. Edit, die Figur selber ist aber schon schön. Ja, das ist sie. Ich finde sie klasse. Die Stellung, wie schon gesagt, finde ich bombig. Ist nicht ganz Conan, ja. Er ist zu schlank in der Taille, zu sehr Bodybuilding. Aber die Stellung und alles, so wie ich es im Video gesagt habe, ich finde die klasse. Also vielen lieben Dank für deinen actionreichen Beitrag. Also ja, also wer auf die Idee gekommen ist, das Ding hier Actionfigur zu nennen, also da, ne, da ist ja irgendwo auch alles zu spät. So, keine Lust auf Grießbrei, hat wieder geschrieben, coole Figur. Cooles Herzele, coolen Daumen, dankeschön. So, BTS-Lover, auf meinen FHQ5. Guten Tag, Rupi. Mir fällt gerade auf, dass du für deine tollen Videos viel zu wenig Abonnenten hast. Und ich meine, dass du mal mehr hattest. Nein, ich hatte tatsächlich noch nie so viel wie jetzt momentan. Wir werden dir helfen. Das ist lieb. Dankeschön. Ach ja, nenn mich Lena. Ich hoffe, das kann ich mir merken.
BTS-Lover Lena. Ich hoffe, ich krieg's auf den Schirm, ne, Lena? Herzele, Däumchen nach oben und ganz viele liebe Grüße und danke für deine Unterstützung. So, Liz und Karma hat geschrieben, unsere Forsythie schon verblüht. Ja, unsere auch, schon lang. Schade drum, ne? Ich lieb dieses Gelb im Frühjahr. Ein Traum und die Osterglocken und überhaupt. Leute, wir hatten so ein wunderschönes Frühjahr und keiner hat's gefühlt mitgekriegt vor lauter Corona, ja? Aber Frühling bringt auch wieder Rasenmähen mit sich, ja? Und kaum fängst du an mit Rasenmähen, huch, das war zu schnell, kommst du aus dem Rasenmähen nicht mehr raus. Aber ist gut für die Figur, ne? So, ganz viele liebe Grüße an Schwabemädle. Und ich hab schon wieder Glister auf Spätzle, Lenze und Seidewürstle. Oh, jedes Mal, wenn ich das lese, krieg ich jetzt Glister. Also normale Griesle, ne? So, Todsinger Schatten hat geschrieben, super Video, ich kenne den Kanal schon seit 2017. Oh mein Gott, ganz schnelle Herzene und Daumen nach oben. Ja, schön, dass du so lange mit dabei bist. Großartig. Annalena14 hat geschrieben, wieder mega cooles Video. Da kriegst du ein mega cooles Herzchen, mega cool Daumen nach oben. So, gleich weiters Karollen und weiter geht's mit Jurassic Dragon. Würde dir gerne ein paar Bilder schicken, mit welcher Plattform kann ich dir dann weiterleiten? Danke für die kleine Werbung, liebe Grüße. Ja, immer gern. Jurassic Dragon, tolle Reviews. Schick's mir einfach an meine E-Mail-Adresse, die ich hier unter dieses Video drunter schreibe. Ja, und wenn die Bilder zu groß sind, weil ich glaube, du kannst bloß bis zu 10 oder 16 MB schicken, dann schreib mich über meine E-Mail-Adresse an. Dann helfe ich dir weiter, okay? So, Jurassic Dragon, auch dir ein ganz liebes Herzle und den vierten Daumen nach oben, Hammer. Also ich freue mich, ja? Also ich werde deine Bilder auch gerne von den anderen, wenn es mir jemand schickt, hier in Rupi und Friends mal zeigen. Mit Sicherheit nicht alle, aber die, die mir gut gefallen. Du kannst auch gerne deine Sammlung knipsen oder filmen. Ich mache da gerne einen kleinen Bericht drin. Wird mich freuen. Ist mir eine Ehre. Ja? So, Manzer6 hat geschrieben, danke, dass du es mir wünschst, dass ich noch einen flüsternden Tod bekomme. Ja, jetzt wünsche ich es dir nochmal. Wenn man die Figur liebt und gerne möchte, dann muss man ganz, ganz, ganz feste dran denken. Immer wieder ein bisschen gucken und dann irgendwann plötzlich, zack, siehst du die Figur zum exakt genau den Preis, den es dir wert ist. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht sogar günstiger, als du dir das jemals hättest erträumen können. Das erlebe ich zumindest immer. So gerade wieder mit verschiedenen Drachenfiguren, wo eine Figur normalerweise so zwischen 40, 45 Euro kostet und ich habe sie für 20 bekommen. Das ist Jubel, Jubel, Freu, oder? Wie geil. Und oh nein, Piraten, schon wieder. Du bist ja hier der Kommentar-King, der absolute Wahnsinn. Dankeschön. Lüll, reine Zahnlücke. Achso, das war das mit dem Goldfisch, ne? Ja, ist doch wahr, oder? Überleg dir mal, da passt jede Pommes so durch. Brauchst nicht kauen, einfach reinstecken, schlucken, Ende. Und das ist ganz klar harte Arbeitszeit. Passt irgendwie, oder? Ich liebe inzwischen das Rockpiratenschiff. Ne? Ja, ich liebe das auch. Darum. Ist das gleich durchs Bild metteln? Ja, klar. So, im Garten ist das Chaos inzwischen vom Täter beseitigt. Aha, das ist doch schon mal sehr gut. Wir haben derzeit richtig Regenphase bei uns. Seid froh, Slane. Seid froh, bei uns regnet's kaum. Ist eine Katastrophe. Wir haben, glaube ich, den trockensten April ever. Ich meine, mittlerweile haben wir Mai, aber es war der trockenste April. So, daher warten wir noch mit dem nächsten Gartenbesuch. Also ich garantiere dir, irgendwas ist da mittlerweile wieder gesprossen. Wenn's der Typ nicht tot getappt hat, ja? Also ich garantiere dir, der Haselnuss kommt wieder, die Forsythien kommen wieder. Flieder müsst auch kommen, aber Flieder braucht vielleicht ein bisschen länger, ne? Also mach dir da mal keine Gedanken und wie ich dir geschrieben habe, Haselnuss und Forsythien wachsen so unfassbar schnell. Und wenn nichts mehr kommen sollte, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dann geh zu einem anderen Grundstück, schneid ein paar Forsythien und Haselnusszweige ab, stell die in eine Vase mit Wasser und die Dinger ziehen Wurzeln. Aber bei euch zu Hause, nicht im Garten, ja? Nehmt sie mit nach Hause. Stellst in eine Vase Wasser und wenn die Dinger Wurzeln gezogen haben, wart bis sie richtig schön Wurzeln haben, dann kannst du die wieder in den Garten pflanzen, wo sie ursprünglich gestanden sind und dann wachsen die wie blöde. Also mach dir da keine Gedanken. Die Natur kriegst du definitiv nie tot. Also da muss schon extrem viel kommen. Ja,
Das schaffst du vielleicht, wenn du den Reinivo hinlegst, dann wird alles drunter verschimmeln. Und dann war es das. Aber ansonsten kommt es immer wieder. So. Okay, geil, der Rant bei 12,54. Hab ich gerantet? Okay, ja, freut mich, dass dich's amüsiert. Ja, manchmal kommt es halt aus da raus, ne? Da kann ich nicht mehr an dich halten, weil manche Sachen, hey, die schreien so dermaßen zum Himmel. Ich sage, ich würde manchmal gerne Rant-Videos machen. Ja, weil manchmal halt es echt im Kopf nicht mehr aus. Aber das zieht halt immer einen elendlangen Rattenschwanz hinter sich her, ja. Weil derjenige fühlt sich natürlich auch auf den Schwanz getreten und ist dann ein ewiges Hin und Her und das und zell und jenes. Darum lasse ich es ganz einfach. Aber manchmal, hey, du weißt es ja selber, gebranntes Kind. So, exakt dasselbe Upload-Problem, das du beschreibst, habe ich auch. Schön, danke, das beruhigt mich. Anscheinend, ich denke ja immer, ich bin der Einzige, dem sowas passiert und dabei passiert es jedem. Nur keiner sagt was. Warum? 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 Ne? Nutze jetzt wieder den alten, der mir ohnehin besser gefiel und irgendwie auch schneller zu sein scheint. Also ich kann dir sagen, dieses Upload-Problem mit dem neuen liegt, glaube ich, an einem Pop-Up-Blocker. Ich habe das jetzt schon wieder freigegeben, aber es klappt immer noch nicht mit dem Uploaden. Vielleicht, wenn da einmal was schief läuft, hängt's drin. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist es scheiße, ja. YouTube soll sich bitte schön, bevor sie den alten abschalten, drum kümmern, dass es wieder funzt. Du kannst ja von den Leuten nicht verlangen, dass sie absolute Hacker-Profis sind, was die Scheiße hier angeht, Mann. Diese Ausgabe war bisher eine der besten in diesem Format. Die Nummer 6, echt? Okay, ja, dankeschön. Mega unterhaltsam, einfach nur beste Grüße von der verregneten Ostseeküste an dich, mein Freund. Und auch an deine super Community, die echt gute Kommentare abgibt, wie man sieht. Ja, ich bin total stolz auf euch alle. Jetzt ohne Scheiß, wenn ich da auf andere Kanäle gucke und sehe, was da teilweise abgeht. Große Güte. Da kann ich nur immer wieder sagen, danke, danke und ja, danke. Also, Captain Slane hat's gesagt, dann ist es so. Ende. Ne? Also, hier, stopp, Herzele und Däumchen, ganz viel liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal. Als nächstes haben wir hier Siggi. Ich guck's mir jedes Mal bis zum Ende an, egal wie lange es dauert. Dir beim Reden zuzuhören kann erstens sowieso nicht schaden und zweitens, ich sag's so wie es ist, bildet es sehr. Mein Gott, Siggi, dankeschön. Da werde ich komplett verlegen. Drum ganz schnell, ganz liebes Herz und den dritten Daumen nach oben. Wahnsinn, also vielen lieben Dank an euch alle nochmal, ja? Huh, okay, hier steht Giuseppe Malara hat geschrieben, Scar, Narbe, hat der eine Narbe? Ja, mein Smartphone, ihr habt's gehört. Also gut. So, Johanna Kuhl hat geschrieben, ich finde den Terizinosaurus von Papo schöner und besser als der von Colorata. Ja, 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 das ist er, Johanna, das sind Welten. Der Papo Terizino ist absolute Oberklasse. Meine absolute Empfehlung. Danke für deine Meinung und Däumchen nach oben. So, Darkmaster hat geschrieben, ja, da muss ich zugeben, das ist mir erst nachher eingefallen. Mit dem Meer werde ich in Zukunft besser aufpassen. Was? Was ich schreibe? Was? Aber danke, dass du dir dafür Zeit nimmst, das zu lesen, ist nicht selbstverständlich. Aber von der Videolänge her ist es nicht zu lang, könnte auch doppelt so lang sein. Grüße, Dark. Ja, vielleicht mache ich mal wieder ein Video. Ein ASMR-Video, ne? Ich rede gar nichts, dafür ist der mehr umso lauter. Du, hör mal, du brauchst dich für überhaupt gar nichts hier zu rechtfertigen. Das war doch absolut okay, was du geschrieben hast. Ich danke dir für deine Kommentare, ist doch super. Alles bestens, Herzchen und Daumen nach oben. So, Lime Chi hat geschrieben, der sieht ja cool aus. Der Stego von Rebor, ja, ganz ehrlich, der gibt mir definitiv Hoffnung, dass die neueren Rebor-Modelle wieder besser werden. Und das, was ich gesehen habe, was jetzt wieder kommt, darf man sich wirklich drauf freuen. Ganz tolle Geschichten. Danke für deine Meinung, Lime Chi. So, langsam aber sicher kommen wir hier vorwärts, ne? Dann geht's weiter mit Zahn Mehmedov. Rupi, ich habe den flüsternden Tod in Schwarz mit dem rotierenden Maul. Was? Nochmal. Rupi, ich habe den flüsternden Tod in Schwarz mit dem rotierenden Maul. Ergas hat für 50 Euro. Was ist deine Meinung dazu? Also,
wenn du da 50 Euro dafür bezahlt hast, dann muss ich sagen, das ist definitiv zu viel. Großer Gott im Himmel. Auch wenn er noch so begehrt ist hier. Maximal 12 Euro oder 15. Mehr, nein, never ever. Aber falls du ihn hast, Glückwunsch. Falls du ihn kaufen willst, Preis viel weiter unten ansetzen. Ne? Denk dran, es gibt sowas wie Kleinanzeigen. Da habe ich den teilweise auch schon für 1 Euro drin gesehen. Und der ging dann irgendwie, was weiß ich, für 5 Euro weg. Dann ist das absolut top, ja? So, und Christina Kreidler hat drunter geschrieben, viel zu teuer für das bisschen Plastik und Draht. Ja, hat sie absolut recht. Herzle, Daumen nach oben. Und ich danke dir für deine Frage oder für das Gas. Grüßchen auf jeden Fall, ne? So, Raphael Baumkänguru hat geschrieben. Also ich mag ihn auch sehr gerne. Liebe Grüße, tolles Video, der Stegosaurus. Ja, und wie schon gesagt, also dieses Teil hat mir tatsächlich Lust gemacht, auch mal einen Blick auf die anderen zu werfen, wobei ich den mit den Streifen nicht so prickelnd finde. Das sieht mir zu künstlich aus. Aber ja gut, Geschmäcker sind verschieden. Jedem das Seine und mir das Woodland. So, Johanna Kuhl hat geschrieben, ich würde mir diesen flüsternden Tod niemals kaufen, weil ich bekomme langsam auch die, was? Watzendicke von der Scheißfigur. Johanna, du hast eine herrliche Ehrlichkeit, ja, sowas muss belohnt werden. Ja, danke für deinen Kommi. Und sie hat nochmal geschrieben, wenn, dann hole ich den alten flüsternden Tod. Der war nämlich klasse. Ja, mach das. Unbedingt. Und du hast halt auch noch die Action dazu, wenn du Wert drauf legst. Wobei ich sag ja, ich rein optisch ist der klasse, aber dieses Ganze hier draufsteckt Gedöns und oh, komm, geh fort. Also, Grüßchen, liebe Johanna. Machen wir weiter. Sengo Joe hat geschrieben, King T-Rex, auch unten rechts auf der Rückseite der Verpackung. Das ist doch die Killer Queen Jurassic Park Variante Reborn. Was ist bei euch los? Und da hast du absolut recht. Ich darf dir sagen, als ich es vorgelesen habe, habe ich auch nicht dran gedacht, dass es kompletter Blödsinn ist. Als ich das Video geschnitten habe, dachte ich mir, und du hast jetzt bestätigt. Ich bedanke mich bei dir. Ansonsten eine schöne Figur, die aber durch die Drähte und den Ansteckschwanz für mich sehr entwertet wird. Auch da gebe ich dir zu 100% recht. Danke für diesen Kommentar. Ohne all das wäre dieser Stegosaurus echt ein super Teil. Wobei aber die Geschwüre an den Beinen nicht so gut kommen. Ja, und wie du siehst, ich habe dir ja schon entsprechend Herzchen und Daumen hoch gegeben. Wobei ich sagen muss, die Geschwüre, wie du es nennst, sind reizvoll. Also ich konnte auf den Produktbildern auch nicht viel damit anfangen, aber sie sind reizvoll. Für was die gut sind, gebe ich dir recht, aber so sind die Beine nicht langweilig. Tatsächlich so, aber auch natürlich nur meine Meinung. So, Kioma hat geschrieben, deine Warcraft-Figuren würde ich wirklich gerne sehen. Hast du World of Warcraft mal gespielt? Okay, also ich habe es vermerkt, ich danke dir. Und ich habe World of Warcraft noch nie gespielt, nein. Fand aber die Figuren rein optisch klasse. Darum habe ich die auch gesammelt. Kioma, geh mal weiter nach oben. Oh, Little Taco Boy. So, Maiko Heinrichs hat geschrieben, ich muss es haben. Den Indominus Rex, ja, der ist klasse, absolut. Und hier, 3 Antworten, guck dir das an. So, und Luca HD hat hier geschrieben, mein Indominus Rex hat 500 Euro gekostet, da es die goldene Figur ist und diese sehr viele Funktionen hat. Du hast den auch? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Glückwunsch, Luca! Der goldene Indominus Rex ist der absolute Oberkracher. Das Titelbild habe ich schon gemacht, aber ich muss das Video noch bearbeiten. Das Ding ist so ultra hammermäßig. Man munkelt ja, dass es nicht mal 300 Exemplare gibt. Ja, also darum umso mehr Daumen nach oben. Nicht mal der Figurensammler bzw. der Taco Boy hat dieses Exemplar. Ja, und er hat ja wirklich alles. Also das Ding, da zeigt sich halt wirklich, wenn würdiger Sammler von Mattel-Figuren ist, wer sowas bei sich hat. Der absolute Knaller. Le Taco Boy, was hast du denn geschrieben? Ed Luca HD, oha. Und was kann er alles so machen? Und nochmal ein Kommentar. War das nicht die mit beweglichem Schwanz und die Augen aufleuchten konnten? Wahrscheinlich kam die in der exklusiven Verpackung raus, oder?
Weiß nicht mehr. Die war ja auf 300 Stück, ganz genau limitiert. Welche Nummer hast du auf dem Zertifikat? Ja, Luca, schreiben das mal. Das interessiert mich übrigens auch sehr. Denn 500 Euro für diese Figur ist wirklich ein absolutes Schnäppchen. Ja, ich blende hier mal das Bild ein. Und hier seht ihr den goldenen Indominus Rex, weltweit limitiert auf 300 Stück. Ihr seht die Hybridflügel. Das mit dem beweglichen Schwanz haben sie tatsächlich nicht umgesetzt. Aber die Augen, wie du siehst, sind leuchtend rot. Batterie rein und das Ding geht ab ohne Ende. Der absolute Oberknaller. Und Luca HD ist hier wirklich der Erste, der schreibt, dass er ihn hat. Für 500 Euro ist der absolute Oberknaller. Wow, echt. Luca, du bist echt, also meine Fresse. Respekt dafür. Der goldene Hybrid Indominus Rex in einer weltweiten Auflage von 300 Stück mit vielen Funktionen. Ist der absolute Oberknaller. Luca HD, warum lügst du hier so eine Scheiße in die Kommentare? Geht's noch? Was läuft denn bei dir schief, so einen Dreck zu schreiben? Natürlich gibt es diese Figur nicht. Das sind 5 Minuten Photoshop, um deinen bescheuerten Kommentar zu unterstreichen. Eigentlich lösche ich so einen Oberscheißdreck, den du hier geschrieben hast. Aber weißt du was? Ich lasse es einfach stehen. Es steht dir frei, das selbst zu löschen. Aber wahrscheinlich siehst du dieses Video hier gar nicht, also wird es für immer und ewig in den Annalen hier stehen bleiben. Wie wenig Aufmerksamkeit hat ein Menschlein, dass er so einen Scheiß hier schreiben muss? Ne? Der gönnt doch keinem diese Figur. Warum? Freu dich doch mal für andere mit. Ja, das heißt, du bist voller Neid und Missgunst auf jeden und jede, die diese Figur hier hat. Freu dich doch ganz einfach mit. So jung und die Scheiße geht schon los. So jung. Und das ist ja ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und bei so Sachen frage ich mich dann auch immer, was läuft in seinem Umfeld schief? Denn solche Kommentare sind ja letztendlich nur das Ergebnis von irgendeinem Drumherum. Ich habe schon vieles zu dem Thema gesagt und das bestätigt es halt mal wieder. Luca HD ist ein ganz, ganz armer Knopf, der wahrscheinlich gar nichts dafür kann, dass er so Geschichten hier macht. Darum sage ich immer, guckt nach euch, schafft euch ein angenehmes Umfeld, trennt euch von falschen Freunden, habt Spaß an kleinen Dingen, hinterfragt Meinungen, macht euch euer eigenes Bild, denkt positiv, steckt keine Gefühle in irgendeine Schublade, lebt sie aus, werdet frei, äußerlich als auch innerlich, sprengt eure Blockaden und tut, um es mal ganz einfach zu sagen, nette, schöne Dinge. Denn das, was ihr nach außen sendet, kommt zu euch zurück. Nennt man Karma. Also, mein lieber Luca HD, auch wenn du das hier vielleicht gar nicht mitkriegst, vielleicht empfängst du das auf die eine oder andere Art und Weise und vielleicht tut sich da was in dir. Dann hast du es auch nicht mehr nötig, so einen Rotz hier reinzuschreiben. So, mein lieber Letaco, danke für deine Kommentare. Trotz des Wissens, dass von ihm niemals auch nur ansatzweise eine Antwort kommen wird. Ja? So, und ich glaube, damit machen wir für unsere heutige Frage- und Antwortstunde Schluss. Ja, das hier ist doch ein wunderbares Lehrstück. Und hier nochmal der fantastische, geflügelte Hybrid Indominus Rex Deluxe. In der limitierten Goldedition von 300 Stück weltweit. Ne? Das Unboxing und Review, was niemals auf meinem Kanal erscheinen wird, aber es ist doch eine geile Actionfigur, oder? Denn wir haben uns über diesen Kommentar in der WhatsApp-Gruppe bestens amüsiert und jeder hat da irgendwie einen Beitrag noch dazu reingehauen, bis die Figur letztendlich so aussah, wie sie jetzt hier auf dem Bild aussieht. Ja, mit Protofedern, mit Flügel und glühend leuchtenden Augen. Ja, ich hätte ihm auch noch Raketenwerfer an die Seite hin machen können.
Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, das Ding würde mir in Real tatsächlich gut gefallen. Der Hammer. Ja, hier, viele Grüße an die WhatsApp-Gruppe, viele Grüße an Marco Heinrichs und viele Grüße an dich, Luca HD. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Tu was dafür. Lass es nicht dabei. Aus kleinen Lügen werden ruckzuck große Lügen. Und wenn du älter wirst, hat es Konsequenzen. Also alles Gute auf deinem Weg. Ja, und das wünsche ich auch allen, die hier zugeschaut haben und tapfer durchgehalten bis zu diesem finalen Ende. Ganz viele liebe Grüße an euch alle und ein ganz herzliches Dankeschön an alle Abonnenten. Freue mich immer, dass ihr so nette, kreative und informative Kommentare schreibt. Finde ich super. Ich bin stolz auf euch. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer geflügelter Hybrid-Rupi in der Limited Gold Edition, von dem es nur einen weltweit gibt. Ne? Yay!